Also das ist jetzt ziemlich helle Seite Gequatsch hier oben, ne? Aber es gab ja einen Grund, dass wir Darth Revan geworden waren. Darth Revan, ihr seid das Ergebnis eines Opfers, das notwendig war, um ein größeres Übel zu verhindern. Es waren niemals die Lehren, die Umstände oder das Beispiel. Waren niemals Lehren, Umstände oder Beispiele, die euch beeinflusst haben. Es wart nur ihr. Ich war es. Oh Mann. Und wir müssen uns unserem alten Ich Darth Revan stellen. Was haben wir denn da für eine Ausrüstung an überhaupt? Darf ich mir das mal angucken? Sanasikis Messer durfte ich behalten. Was ist mit meinem Stromlinien-Nichtschwert? Darf ich noch was auf den Kopf ziehen? Wieso hat er mich denn umgezogen überhaupt? Robe eines Jedi-Meisters habe ich da an. Da halte ich aber nichts von. Ich lasse mich hier nicht umziehen wie eine Barbie-Puppe. So gehört das. Ja, wunderbar. Wenigstens haben wir jetzt auch wieder eine Klinge. Wir brauchen unbedingt Protection. Wir wissen nicht, wie stark wir selbst sind. Unser altes Ich. So, nochmal die Lähmung. Ja, scheint nicht zu klappen. Unser altes Ich ist ziemlich hart im Nehmen, aber wir sollten das hinkriegen. Das ist ein furchtbar langes Lichtschwert, das Darth Revan da hat, ne? Ungewöhnlich lang, würde ich fast behaupten. Wir versuchen es nochmal mit der Lähmung. Diesmal hat es funktioniert. Endlich. Und jetzt Schluss mit dem Affentheater. Was ist das? Warum kann ich nicht länger die Kontrolle über diesen Platz behalten? Junge, ist das laut. Nein, es darf nicht sein. Der Fluch der Schatten gewinnt die Kontrolle über uns zurück, geschwächt wie wir sind. Scheiße. Ja, sieht so aus, als hätten wir dem Spuk ein Ende gemacht. Die Frage ist nur, kommen wir hier auch wieder raus? Don't hate one, Gigi, you my lipsa, a ginkgo, true.
Kontrolle wiederhergestellt. Wächter Personalität reaktiviert. Ich wusste doch, dass es ein Rakata-Artefakt ist. Nicht-rakatanisches Intelligenzwesen. Ihr habt die Voraussetzungen für Rehabilitation erfüllt und seid jetzt... scheduled, was heißt denn das? Und dürft jetzt... Seid jetzt bereit für die Reintegration in das unendliche Imperium. Habt ihr irgendwelche Fragen, was diese Entwicklung betrifft? Irgendwelche Fragen ist gut. Wer seid ihr? Ich bin der Wächter dieser THX-1138-Serie Rehabilitationseinrichtung. Ich übersehe die Rehabilitation aller Gefangenen, die hier eingesperrt sind. Also ist das gar kein Sith-Artefakt. Ich bin nicht bekannt mit dem Wort Sith, nicht rakatanischer Wesen. Dies ist eine THX-1138 Rehabilitationsanlage. Na gut, und wie erklärt er die Präsenz der Sith hier? Ich kenne keine Sith, non-rakatanisches Wesen. Meine Systeme wurden von einer merkwürdigen Anomalie korrumpiert. Naja, die Sith haben hier ihre Finger im Spiel. Unglücklicherweise war es mir nicht möglich, die Natur dieser Anomalie festzustellen. Und ich habe einen Report an meine Erschaffer gesendet für weitere Analyse. Was kannst du mir über die Bruderschaft des Schattens erzählen? Ich kann keine Aufzeichnung des Wesen Bruderschaft des Schattens finden, wie auch immer. Es sieht aus, als wären das 25 gewesen. Das ist echt schwer zu übersetzen, also zu dolmetschen, tut mir leid. Also es sieht so aus, als wären das 25 Insassen gewesen. Nun gut, dann machen wir mit der Reintegration weiter. Ich bin froh, wenn ich aus diesem Artefakt raus bin. Dann hoffe ich, dass... Ich muss noch was machen, bevor ich hier rauskomme. Dieser Arbeiter wurde kürzlich in die Anlage übertragen. Es war ein unangekündigter Transfer. Und deshalb muss ich ihn zurückschicken, wa? Der glaubt... Also es ist wirklich schwer zu dolmetschen, diese Art zu reden. Vor allem die blöden Wörter, die er da verwendet. Also er glaubt, dass Daemon Drexel zu uns gehört, weil wir schließlich derselben Spezies angehören. Das macht ja Sinn. Die Bruderschaft der Schatten waren ja Sith, wie sie selbst gesagt haben. Naja, also wir sind genau genommen Ichani, ob Daemon Drexel jetzt ein Ichani ist. Aber hey, möglich ist alles. Oder wir können ihn terminieren. Aber das machen wir natürlich nicht. Komm, wir retten ihm sein jämmerliches Leben. Jawohl, Daemon Drexel gehört zu mir und es gibt keinen Grund, ihn zu eliminieren. Er hat zwar Scheiße gebaut, aber naja. So, dann lässt er uns frei. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen ist irgendwie falsch. Bye. Und möget ihr dem unendlichen Imperium gut dienen.
Ist ja der helle Wahnsinn, Freunde. So viel zu seiner Rettung der Galaxis. Er konnte sich nicht einmal selbst retten. Keine Sorge, ich bin sicher, dass die gute, altmodische Luftschleuse Erfolg haben wird, wo er gescheitert ist. Ihr habt eine Menge Ärger angerichtet, nicht wahr? Wegen euch sehe ich mich gezwungen, zum Äußersten zu greifen, um mich selbst zum Captain zu befördern. Wartet, wie war das? Ihr wollt, dass ich euch aus der Luftschleuse spüle? Das ist eine tolle Idee, könnte glatt von mir sein. Ich nehm's zurück! Die Luftschleuse ist eine schlechte Idee! Ich glaube, Dämon sollte nicht die ganze Zeit über darauf stehen. Ah. Hey, seid ihr echt? Nein, das kann nicht sein. Ich glaube, ich hatte zu viel Juma-Saft. Ich bin ziemlich lebendig. Ihr seht überrascht aus. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr zurückkommen würdet. Tatsächlich war ich dabei, ein paar drastische Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Problem selbst zu lösen. Ihr wolltet das Artefakt aus der Luftschleuse spülen? Ich bewundere euren Einfallsreichtum. Was hattet ihr denn erwartet? Die Orion wird ja nicht jeden Tag mit einer marodierenden Bande antiker Geister heimgesucht. Ich habe einfach den nächstlegenden Gedanken verfolgt. Ja gut, aber... Wenn er sich erholt, sollte er sich glücklich schätzen, noch unter den Lebenden zu weilen. Der gute Dämon Drexel. Ebenso wie ihr, Mechaniker. Weil die Nummer hier geht auf eure Kosten. Seid ihr sicher? Captain Drexel sieht nicht sehr lebendig aus. Er hat sehr leiden müssen. Aber gebt ihm Zeit und er wird sich erholen. Ich lege seinen Schätzer nun ganz in eure Hände. Ich bin mir sicher, dass ich einen Platz für ihn auf der Orion finden kann. Schließlich könnte dieses alte Schiff etwas Dekoration gebrauchen. Wie war es eigentlich im Artefakt? Was habt ihr gesehen? Tja... Es wäre sinnlos, es zu beschreiben, Mechaniker. Ihr müsstet es schon mit eigenen Augen gesehen haben. Das muss schon ein besonderer Ort gewesen sein. Aber ich werde ihn so schnell nicht besuchen, denn dieses Artefakt hat eine Verabredung mit der Luftschleuse. Ja. Das wird nicht nötig sein. Diese Abscheulichkeit hat zu viel Schmerz und Tod verursacht, um ein gnadenvolles Ende zu erwarten. Ich werde dieses Artefakt eigenhändig vernichten. Jetzt auf der Stelle. Denn, wie schon mit dem letzten Ding, wir sind froh, wenn was los ist. Es ist definitiv eine Gefahr. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ihr habt nicht die Befugnis, diese Rehabilitationsanlage der Serie THX-1138 zu verstören, nicht rakatanisches Wesen. Mir bleibt keine andere Wahl, als mein Terminationsprotokoll zu aktivieren. Aha, na da sieht mal einer an. Jetzt müssen wir hier den Wächter bekämpfen. Dinge, die man nicht erwartet. Also gut, schauen wir mal. Ah.
so aus, als wäre er auch zu überwältigen. Hörst du auf, sie zu heilen? Und zack. Lärm. Tja. Das Artefakt ist zerstört. Und mit ihm die Bruderschaft der Schattens. So scheint es. Gute Arbeit. Ich habe niemals an euch gezweifelt. Nun sollen wir zurück nach Tatooine fliegen. Ich bin sicher, ihr brennt schon darauf, zu dem Alltag zurückzukehren, den ihr hattet, bevor diese ganze Sache anfing. Oha. Seradigana, ihr lebt. Ich habe den Kapitänsposten auf der Orion zuerst ergriffen. Ihr könnt ihn nicht haben. Aus dem Weg, armseliger Narr! Oha! Lord Revan, ich dachte, ich würde euch nie wiedersehen. Ich dachte, ihr seid tot. Ihr seid die Person aus meiner Vision. Ihr seid ein Diener Darth Revans. Was macht ihr hier? Junge hat die eine fesche Kleidung an, also das kommt ja an Slave Leia ran, hallo. An jenem schicksalshaften Tag hattet ihr mich angewiesen, euch zu verlassen, zu fliehen. Wie immer führte ich euren Befehl aus, ohne ihn in Frage zu stellen, und fand mich schließlich auf der Orion wieder. Abgesehen von meiner Vision habe ich keine Erinnerung an meinem Leben als Darth Revan. Wer seid ihr, Twi'lek? Ihr habt euer Gedächtnis verloren, also erinnert ihr euch nicht einmal an mich? Wenn ihr wünscht, werde ich jede eurer Fragen über mich beantworten. Also gut, dann mal los, wer seid ihr? Wer ich bin, ist unwichtig. Was ich tue, ist, was zählt. Ich bin euer Schatten. Ihr seid mein Schatten? Ja, ich bin euer Schatten. Euer fein ausgewählter, durchtrainierter, persönlicher Assistine. Ich existiere, um euch zu dienen. Seid ihr eine Sith? Jedi, Sith, diese Titel haben keine Bedeutung für mich. Ich existiere, um euch zu dienen, welchem Kodex ihr auch folgen mögt. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Da muss ich dich nicht gleich über den Haufen metzeln. Tja, und wie ist euer echter Name? Ich habe keinen Namen, denn ich bin kein Individuum. Ich handle als eine Erweiterung eures Willens und führe eure Befehle aus, ohne zu zögern oder Fragen zu stellen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Genug davon, was wollt ihr? Ich bin gekommen, mich euch anzubieten, mein Lord. Ich bin euer Schatten und ich existiere, um euch zu dienen. Tja, also irgendwie ja, bin ich ja versucht, Nummer 2 zu sagen.
Ich mach's einfach mal. Falls ihr euch als meine Sklavin anbietet, wäre ich ein Narr, euch abzulehnen. Hallihallo. Wie soll ich euch nennen? Als ihr noch der dunkle Lord wart, nanntet ihr mich Shadow. Ich habe auch eure Robe und eure Maske für euch aufgehoben. Sie sollen euch gehören, wenn ihr wollt. Ah, ja, ja, ja. Diese Gewänder werden mir als Erinnerung dienen, wie tief eine Person fallen kann. Ich werde den gleichen Fehler nicht noch einmal begehen. Begehrt ihr, eure Gewänder hier anzulegen? Was ist denn plötzlich mit dieser Mod los? Jetzt wollen sie mir hier die Klamotten vom Leib reißen. Tja. Können wir eigentlich gerade mal ausrüsten? Warum nicht? Mal gucken, wie es ausschaut. Aber ich glaube, die Maske können wir nicht sehen. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich denke, es ist an der Zeit für uns, diesen Ort zu verlassen. Wir haben noch viel zu tun und keine Zeit zu verlieren. Da sagst du was, Mädel. Aber was weißt du, was wir zu tun haben? Und jetzt bin ich mal gespannt, wie ich wieder runterkomme von dem Schiffchen. Der Wächter hat ja jetzt nichts mehr zu tun hier eigentlich. Dämon. Das war vielleicht doof, ihn anzusprechen. Das war vielleicht verdammt doof. Mit Escape komme ich vielleicht wieder raus. Hallo? Wenn ich das jetzt anklicke, setze ich dann wieder die ganze Aktion hier in Gang, oder? Ja, das hätte jetzt nicht passieren sollen. Okay, macht nix. Ich glaube, das ist ein relativ guter Zeitpunkt für ein Folgenpäuschen. Ja, wir haben also unsere alte Dienerin Sera Degana wiedergefunden und ich bin schon sehr gespannt, wie das die Handlung weiter nach vorne treiben wird. Bis zum nächsten Mal, euer Ben. Bye, bye.